Klatschen unter die Texte drunter? Wie soll ich das denn jetzt vorstellen? Wie zu, was heißt nur zugeschrieben? Was heißt zugeschrieben? Ja, und was heißt beim Jesaja, dem ist das zugeschrieben, oder was? Ist es nach ihm benannt, das ist zugeschrieben? Das sind die Prophetenworte des Jesaja. Zugeschrieben, das ist immer so eine Unterstellung. Ja, aber ich rege mich im Moment darüber auf, dass es immer heißt, wird zugeschrieben, wird ihm untergeschoben, kann man auch sagen. Ja? Das ist eine Entwertung, ja? Das ist eine ganz bestimmte Ideologie. Ja, ja, dann will nur darauf aufmerksam machen, weil es so rüberkommt. Also, es gibt Schriftpropheten, die haben eine Schrift, ja? Und zwar hat man die wahrscheinlich deshalb auch dann, deshalb sind sie wahrscheinlich erhalten, weil sie sich bewahrheitet haben. Der Untergang in Jeremia zeitlebens, leider Gottes voraussagen muss, tritt ja schließlich ein. Ja, Sie können heute große, obwohl ich den von manchen Arbeiten eher schätze, aber zum Beispiel bei Halbfassen in diesem Buch über die Bibel können Sie lesen, die meisten Prophetenworte sind nicht eingetreten. Wenn man zu einem Wort kommt, finde ich, also muss man irgendwie schon, weiß nicht, wie viele Kisten Wein man da gesoffen haben muss, um so einen Satz zu schreiben. Ne? Also irgendwie schon ein bisschen abgängig sein, geistig. Also Schriftpropheten und dann gibt es Nicht-Schriftpropheten. Ich weiß, Maria nennt gerade den Nathan. Weiß jemand, wo der vorkommt, wo der eine Rolle spielt? In welchem Kontext spielt er geschichtlich ungefähr so? Also nicht von den Jahren, sondern... Also in der Davids-Geschichte spielt er eine Rolle. Wobei? Er ist nicht Nathan, er war ja... Wo hat er seinen großen Auftritt? Das ist wunderbar. Also einmal, als der David den Tempel bauen will, ja, wie geht das aus, was sagt er dann da? Mama, ich höre dazu. Sondern, ja, worin besteht die Pointe dieses Prophetenspruchs? Nicht nach dem Motto, hey Alter, lass stecken, ja, brauchst du nicht zu bauen, mach der Nächste erst. Ja. Worin besteht die Pointe dieses Prophetenspruchs bei Nathan, als der Nathan kommt und sagt, sag mal, Du willst Gott ein Haus bauen? Ja. Deshalb lesen wir das vor Weihnachten als Prophetie, ja? Sondern nicht du baust Gott ein Haus, sondern er dir. Das ist diese offene Bedeutung von Eukia im Orient, von Haus. Das, was so gleichbedeutend ist mit Geschlecht, ja? Er baut dir eine Dynastie. Ja, du brauchst ja nicht irgendwie anzufangen mit irgendwelchem Libanonholz und irgendwie Goldblech da drauf und irgendwie noch ein bisschen mit Männlich angestrichen oder sowas. Kannst du sein lassen, ja. Sondern das Entscheidende ist, er baut dir eins. Ja? Das ist die wichtige Aussage dieses Spruchs. Aber wo hat der Nathan wirklich seinen wirklich großen Auftritt, wo man auch nochmal ein Stück erfährt, was Prophetie bedeutet? Aha. Darum schickte der Herr den Nathan zu David. Dieser ging zu David und sagte ihm. Er geht natürlich hier nicht dahin und sagt, hallo, es ist Samstag, 17 Uhr, ich sitze im Beichtstuhl, ja, kommst du mal vorbei oder so. Sondern er macht das viel geschickter. Also er wird von Gott geschickt, das ist da auch wieder am Anfang. Und dann nennt er ihm eine Parabel. Die Leimrute, die göttliche, die da ausgelegt wird. In einer Stadt lebten einst zwei Männer, der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber besaß nichts außer einem einzigen kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es auf und es wurde bei ihm zusammen mit seinen Kindern groß. Es aß von seinem Stück Brot und es trank aus seinem Becher, in seinem Schoß lag es und war für ihn wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann und er brachte es nicht über sich, eines von seinen Schafen oder Rindern zu nehmen, um es für den zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und bereitete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in heftigen Zorn, David, über den Mann und sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, verdient den Tod. Das Lamm soll er vierfach ersetzen, weil er das getan und kein Mitleid gehabt hat.
Da sagte Nathan zu David: Du bist dieser Mann. Du. Das ist stark. Das ist der Nathan. Vielleicht gar nicht so weise. Aber David ist ein, David ist eben ein dieser verwöhnte und abgründige Gottesliebling, ja, ist eben so, dass er dann umkehrt. Und nicht sagt, Quatsch, komm, mach mal einen Kopf kürzer hier, ja, wo kommen denn her, ich eben noch, was ich will, ja. Da haben wir schon so eine erste Spannung, die sich durchhält zwischen dem Propheten und dem König. Ja. Bei Samuel, da haben wir zum Beispiel zunächst eine Mischung. Der Samuel ist sicher eine charismatische Persönlichkeit mit prophetischen Qualitäten, der auch das Gotteswort hört und es sagt und der aber auch gleichzeitig das Volk leitet. Aber solche Charismatiker, die genügen dem Volk dann nicht mehr. Deshalb kommt es ja zur Etablierung des Königtums. Wird in der Bibel unterschiedlich bewertet. Einmal negativ, einmal positiv. Das ist der Junge. Ja, der im Tempel zu Shiloh dann zum ersten Mal hört, bei der Berufung, als er da dreimal aufstehen muss, ja, und zu dem Alten geht und sagt, du hast mich gerufen, ja, und er immer sagt, ich habe dich nicht gerufen, bis er draufkommt, aha, das könnte dann noch ein anderer im Spiegel sein.